Herzlich willkommen zum Webcast BabTech FMEA. Das Modul FMEA ist eingebettet in die BabTech-Q-Modulfamilie. Das FMEA-Modul gliedert sich direkt neben unser Kontrollplanmodul ein, welches wir heute auch kurz anreißen wollen, und wird dann fortgeführt in die Prüfplanungsmodule, die wir hier mit den drei Prüfbereichen Wareneingangsprüfung, Fertigungsprüfung und Warenausgangsprüfung nochmal sehen. Natürlich liegt der Fokus heute wirklich auf dem FMEA-Modul. Das ist das Modul, was wir heute etwas tiefer betrachten, möchten uns aber das nicht nehmen lassen, die Integration, die sich im Kontrollplan und in der Prüfplanung widerspiegelt, auch noch kurz anzureißen. Daniel, wie geht's denn los, wenn wir die Module jetzt hier so sehen? Ja, am besten fangen wir direkt bei der FMEA an. Dafür benutzen wir das FMEA-Modul. Das heißt, Modul öffnen Seite, FMEA eintippen. Und wir können direkt in das FMEA-Modul reinspringen. Das FMEA-Modul präsentiert sich an der Stelle genauso wie die anderen BabTech-Module auch. Das heißt, wir haben unsere Listenansicht. Vielleicht haben Sie ja den einen oder anderen Webcast schon gesehen. Die Listenansicht ist so das zentrale Element, wenn wir über das Datenhandling von Datensätzen sprechen. Korrekt. Das heißt, Sie können die Listen natürlich sortieren, neu organisieren. Gruppierungsfunktionen sind hier genauso verfügbar wie in allen anderen Modulen auch. Wir könnten hier beispielsweise nach FMEA-Typ gruppieren. Wir haben modulspezifische Filter, in dem Sie Kriterien suchen können, um sich Ihre Sicht auf die FMEAs optimal zu erstellen und die dann abzuspeichern, um die immer wieder neu aufrufen zu können. Ich habe das gerade schon mal gemacht. Ich habe also die Liste kurz sortiert und auch gruppiert. Und wir werden uns jetzt einen vorhandenen Datensatz heraussuchen, den wir in der FMEA ein bisschen näher betrachten wollen. Und zwar, um genau zu sein, diesen Datensatz hier mit der Nummer PFMEA. Ich öffne den Datensatz und durch das Öffnen des Datensatzes wird jetzt hier an dieser Stelle die ganz normal dialogbasierte Eingabemaske geöffnet, die es im BabTech gibt. Und das kennen Sie vielleicht auch wieder von anderen Modulen, das ist so zweigeteilt im BabTech. Auf der linken Seite gibt es unsere eigentliche Baumstruktur und auf der rechten Seite findet die Bearbeitung der Datensätze statt, indem ich mit feldbasierten Eingabemasken arbeite. Und hier sind wir schon auf Kopfebene der FMEA, das heißt, in dieser FMEA können wir jetzt schon die Standard-FMEA-Information pflegen, wie heißt die FMEA, wer sind die Teammitglieder einer FMEA und zusätzlich kann ich natürlich auch die Bewertungskataloge direkt pflegen. Du sprichst jetzt die ganze Zeit von FMEA, ich sehe aber jetzt hier Arbeitsmappe, wie hängt das zusammen? Das ist richtig, weil in der Arbeitsmappe wird neben der Design-FMEA auch die Prozess-FMEA gepflegt, als auch der Kontrollplan. Okay, und die Klammer um das ist die Arbeitsmappe an der genau, Stelle. Genau, beides, alle drei Elemente werden in der Arbeitsmappe organisiert. Okay, ich wechsle jetzt mal wirklich in die Prozess-FMEA hinein, was die Stammdaten angeht. Und wir sind jetzt hier im ersten Schritt im Bereich Bewertungskataloge unterwegs. Und im Bereich Bewertungskataloge gibt es FMEA-spezifische Felder, die wir jetzt vorbereitend eingeben können, um so die Grunddaten der eigentlichen FMEA-Arbeit vorzubereiten, richtig? Korrekt. Ich kann hier zum einen die RPZ als auch die AP aktivieren, um die Risikozahlen hier in meiner FMEA anzeigen zu lassen. Dann kann ich die Kataloge für die Bedeutung, das Auftreten und die Entdeckungswahrscheinlichkeit definieren. Möchte ich nach AIAG oder VDA bewerten, das steht mir hier zur Verfügung. Zusätzlich kann ich noch visuelle Hinweise aktivieren, um mir die Warngrenzen direkt im FMEA-Formblatt anzeigen zu lassen. Beispielsweise, wenn die RPZ-Schwelle über 250 steigt, wird das Feld, in dem sie angezeigt wird, rot hervorgehoben, um aufzuzeigen, wo meine höchsten Risiken sind, um mir das Priorisieren nachher einfach leichter zu machen. Wer die FMEA-Thematik so ein bisschen mitverfolgt hat, wird erkennen, dass wir hier in den letzten Monaten schon einiges getan haben in der FMEA. Denn das Thema AP, Aufgabenpriorität, ist entstanden im Bereich der Harmonisierung VDA und AIAG. Das war ja ein schwerer Kampf, bis das dann normmäßig endlich verabschiedet wurde im letzten Jahr. Und bei uns hat sich das halt in der Software schon niedergeschlagen, dass es Funktionalitäten gibt, die genau dieses Thema aufgreifen. Und der kleine Haken hier, Aufgabenpriorität, ist jetzt ein Bereich, der softwaretechnisch ergänzt wurde, um halt nicht nur mit der RPZ zu arbeiten. Die ist ja nicht gestorben, die ist ja überraschenderweise dann doch noch erhalten geblieben. Die AP noch zusätzlich zu ermitteln und dementsprechend auch in Formblättern auszugeben, auf dem Bildschirm zu sehen, das ist komplett durchgängig. Das ist komplett ins System übernommen worden, das ist korrekt.
Gut, Stammdaten genug. Lass uns mal den Prozess anschauen. Lass uns die Struktur anschauen, in dem die FMEA dargestellt wird. Dafür klicke ich hier auf meine Prozesssicht und werde jetzt in eine weitere Baumstruktur gebracht. Und in dieser Baumstruktur kann ich jetzt die verschiedenen Prozessschritte, die hier schon innerhalb der FMEA hinterlegt sind, aufrufen. Und das ist jetzt eine klassische Baumstruktur. Ja, Sie kennen das, rechte Maustaste, Datensätze neu anlegen, kopieren, bearbeiten, löschen. Das sind so die Möglichkeiten, die ich in dieser Prozessbaumstruktur zur Verfügung habe. Der Beispieldatensatz, den wir hier haben, sieht man schon, gibt es 3 Wareneingangsgeschichten, die hier hinterlegt sind. Das ist die Materialanlieferung ganz oben, darunter aber auch eingerückte Prozessschritte. Das bedeutet, Sie können Prozessschritte hinterlegen, die eine beliebige Fertigungstiefe in sich tragen. In dem vorhandenen FMEA-Baum können wir jetzt beispielsweise eine Funktion per Rechtsklick einfach hinzufügen, an die Stelle, an die das prozesstechnisch jetzt hier Sinn macht. Ich habe schon was vorbereitet. Ich würde jetzt einfach die vorhandene Funktion einblenden. Gute Idee. Okay, das heißt per Mausklick, Funktionen sind da. Man sieht, dass verschiedene Funktionen hier innerhalb des Prozessbaums hinzugefügt. Das machen Sie heute auch schon. Ja, egal wie Sie FMEAs durchführen, ob nun per Excel, ob softwaregestützt, diese funktionsorientierte Ansicht hier im Funktionsbaum ist eine Geschichte, das ist vorbereitend für FMEA. Das haben wir nicht erfunden, das ist halt eine der Schritte, die Sie in der FMEA-Bearbeitung durchführen. Okay, Daniel, jetzt sind die Funktionen da. Wie geht es dann weiter? Nächster Schritt wäre, Fehlfunktionen zu definieren, beziehungsweise unsere vorhandene Fehlfunktion über das Einblenden-Symbol einblenden zu lassen. Das tue ich jetzt mal. Sag also hier, bitte, liebes System, zeigt mir auch noch die Fehlfunktionen an. Jetzt hängen unter allen Funktionen Fehlfunktionen direkt unten drunter. Die können einfach per Rechtsklick manuell ergänzt werden. Lass uns das mal tun, weil ich glaube, da gibt es noch mal eine Besonderheit, die wir hier auch darlegen sollten. Denn die Herausforderung in jeder FMEA liegt darin, dass Sie neben der Freitextfunktion, die in der FMEA gefordert ist, also FMEA ist Kreativität, das kennen Sie vielleicht, darf man nicht ausgetrampelte Pfade lang gehen, sondern man muss sich neue Gedanken machen, man muss sich hier neue Begrifflichkeiten ausdenken. Und diese Freitextfunktion, die hier notwendig ist, ist allerdings für mein IT-Herz eher schwierig zu handeln, denn Sie kennen das vielleicht, immer wenn Sie mit Freitext arbeiten und da Auswertungen drüber laufen lassen, dann bekommen Sie Pareto-Analysen angezeigt, die so aussehen wie Holland. Jeder Begriff ist einmal da. Ja, der eine macht es mit Bindestrich, der eine schreibt es klein, der eine schreibt es groß. Und da gibt es, glaube ich, einen coolen Ansatz, den wir hier verfolgen. Ja, korrekt. Wir haben uns was überlegt, und zwar eine Art intelligenten Katalog, der Sie dabei unterstützt, trotzdem kreativ zu bleiben. Das heißt, zu formulieren, wie die Fehlfunktion aussehen könnte und Vorschläge zu bekommen über vorhandene Fehlfunktionen aus allen aktuellen FMEAs. Das heißt, wenn Sie eine Fehlerbeschreibung schon finden, die Ihrer entspricht, können Sie die einfach auswählen. Mhm. Das hat den großen Vorteil, dass ich nachher danach sortieren, suchen und auch filtern kann. Ja, das tue ich jetzt. Ich habe also jetzt den Schnelleingabedialog hier auf dem Bildschirm geholt. Wenn ich jetzt anfange zu tippen, also ich möchte jetzt hier eine Fehlfunktion hinzufügen, fehlende Arbeitspapiere. Ja? Gute Idee. Das ist so eine klassische Sache, die wir kennen, dass hier schon in der Fertigung angefangen wird, Prozessparameter einzustellen, obwohl die Arbeitsanweisung noch gar nicht da ist. Wenn ich jetzt hier in den Dialog Fehl hineintippe, dann sehen Sie, dass im unteren Bereich alle Fehlfunktionen aufgelistet werden, die irgendwo in der Bezeichnung das Wort Fehl haben. Und das ist jetzt dieser Mix, den wir hier haben, dass ich Freitext tippen kann und das System aber hier Vorschläge ausgibt von anderen FMEAs, systemweit, über Fehlfunktionen, die schon da sind. Also das ist so ein bisschen Lessons-Learned-Charakter, den ich hier habe. Ja, korrekt. Ich kann mich trotzdem austoben, ich kann kreativ sein und dennoch auf standardisierte Katalogeinträge zurückgreifen. Dann vervollständigen wir das jetzt mal. Sag also hier fehlende. Dann sieht man, jetzt bin ich da angelangt, dass es keinen Vorschlag mehr gibt innerhalb des Katalogs. Ich kann aber jetzt einfach weiter tippen. Arbeitspapiere, gebe meinen Datensatz hier ein, speichere den ab und habe jetzt hier nicht katalogbasiert einen neuen Eintrag fehlende Arbeitspapiere angelegt. Und dieser neue Eintrag, der steht dann wieder systemweit allen anderen Mitarbeitern zur Verfügung. Wenn also jetzt in der anderen FMEA jemand da fehlend eingibt, erhält er den Eintrag. Korrekt.
Jetzt, was ist denn, wenn das jemand ignoriert und da dann trotzdem fehlende Produktionspapiere schreibt? Wie gehe ich damit um? Dann habe ich ja zwei Einträge, die eigentlich das Gleiche sind. Das ist richtig. Das wäre unglücklich, wenn man das tut. Man kann das aber im Nachgang auch in den Katalogeinträgen editieren und diese Einträge auch verschmelzen. Ja? Okay, das heißt, ich mache aus zwei wieder einen. Korrekt, korrekt. Das wird dann in allen FMEAs, wird dieses Wording zusammengeschmolzen und dann gibt es nur noch eine definierte Fehlerbeschreibung. Als Administrator gehe ich von aus. Natürlich, sollte natürlich nicht jeder machen, weil man verändert damit bestehende FMEAs. Jetzt haben wir hier eine Fehlfunktion ergänzt. Irgendwann? Wir haben uns ja noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie ist diese Fehlfunktion einzuordnen? Ist die eine Ursache von etwas? Ist die eine Folge von etwas anderem? Das können wir jetzt tun. Das heißt, wir sind bei der Eingabe noch gar nicht gezwungen, uns Gedanken über die Zusammenhänge dieses Fehlers zu machen. Das fehlt mir jetzt noch. Dafür gibt es das Fehlernetz, was Sie dabei unterstützt, die Fehlerzusammenhänge oder die Fehlerfolgenketten aufzubauen. Ich habe das jetzt mal eingeblendet. Ich habe also jetzt auf dem Bildschirm per rechte Maustaste das Fehlernetz hinzugefügt und bekomme jetzt im unteren Bereich der Software nochmal zusätzlich zu der Baumstruktur solch eine mit Linien verbundene Anzeige. Wie funktioniert das? Was ist da was innerhalb dieser Anzeige oder was kann ich da jetzt tun? Aktuell sehen wir, dass der Einrichtefehler die Ursache ist von den Fehlern Granulität nicht ausreichend erhitzt, Kunststoff unzureichend abgekühlt und dem dritten Fehler unten. Jetzt können wir sagen, weil wir das vielleicht herausgefunden haben, dass die fehlenden Arbeitspapiere die Ursache sind für den Einrichtefehler. Den kannst du jetzt einfach per Drag and Drop nehmen und rechts an den Einrichtefehler anhängen. So einfach geht das. Das heißt, die Verknüpfung ist jetzt hergestellt und damit bin ich jetzt in dieser normalen FMEA-Thematik wieder. Ich schalte noch mal eine andere Ansicht mit ein, die vielleicht den Leuten etwas sympathischer ist, die gerade so aus der Excel-Welt kommen. Es gibt nämlich noch mal dazu eine Formblattansicht. Und diese Formblattansicht, die wir hier haben, die unterteilt jetzt die FMEA wieder in die drei Spalten, die Sie vielleicht von Ihrer Excel-Liste schon kennen. Das geht los auf der linken Seite mit der Fehlerfolge, geht über die Fehlfunktion, den eigentlichen Fehler, bis zur Ursache. Das ist das Neue, was wir heute verknüpft haben. Und das sind so die zwei Ansichten, die in Ihrem FMEA-Team sehr stark gelebt werden, um in der eigentlichen FMEA zu arbeiten. Und so stellen wir das auch im Endeffekt Ihnen praktisch zur Verfügung, dass Sie das Fehlernetz und diese Formblattansicht auf die Beamer-Ansicht bringen können für Ihr FMEA-Team. Und Sie selber in der Baumstruktur auf Ihrem Monitor arbeiten und den Überblick behalten über Ihre FMEA. Also es ist eine Möglichkeit, wirklich hier getrennt eigene Fenster zu erzeugen, die dementsprechend dann Ihnen den Überblick bringen oder dem FMEA-Team das Ganze als Fehlernetz oder als Formblattansicht darstellen. Jetzt gibt es ja nicht nur diese Dreistufigkeit, Ursache, Fehlfunktion, Fehlerfolge. Wir sehen jetzt hier unten im Fehlernetz, dass da noch drei Punkte sind links. Das heißt, ich könnte jetzt nochmal rauszoomen und mir nochmal eine größere Fehlerfolgenkette anschauen. Ja, also diese Fehlerfolgenkette kann beliebig komplex werden. So wie das Ihren Anforderungen aktuell in Ihrem Unternehmen entspricht, das können Sie hier abbilden. Das ist ja echt ein Riesenunterschied zu Excel jetzt. Wenn ich mir das vorstelle, das in Excel zu machen, dann bin ich ja wie wild am Kopieren und Duplizieren. Korrekt, vor allem den Überblick zu behalten, ist unheimlich schwierig. Sobald es mehr als drei Stufen sind, ist das im Excel nicht mehr handelbar. Okay, jetzt geht es darum, Risiken zu benennen, aktuelle Risiken zu benennen. Genau, das heißt, wir haben die Fehler dokumentiert und müssen uns jetzt aktuell Gedanken darüber machen, wie bewerte ich die heutigen Risiken. Machen wir das anhand von fehlenden Arbeitspapieren. Würde ich sagen. Ja. Eine Ursache, die wir gerade hinzugefügt haben. Jo. Um das zu tun, gehe ich wieder in meine Baumstruktur und kann in der Baumstruktur mein Kontextmenü aufrufen per rechte Maustaste und ein sogenanntes Maßnahmenbündel hinzufügen. Und diese Funktion des Maßnahmenbündels ist die Stelle, in der ich im BabTech die aktuelle Auftretens- und Entdeckungswahrscheinlichkeit hinzufüge. Die Bedeutung ist schon passiert, da konzentrieren wir uns heute nicht so drauf. Das haben wir schon bei einer Folge hinzugefügt. Hier wollen wir wirklich noch die Auftretens- und Entdeckungswahrscheinlichkeit hinzufügen. Und da helfen uns jetzt die Kataloge. Wenn ich also hier sage, ja, ich möchte gerne meine Entdeckungswahrscheinlichkeit dokumentieren, dann bekomme ich nicht nur einfach eine Auswahl von 1 bis 10,
sondern das System schlägt mir wirklich mit großen Texten vor, wie denn solch eine Entdeckungswahrscheinlichkeit beschrieben wird. Das ist ja auch eine neue Geschichte, die im Rahmen der Harmonisierung dazugekommen ist, dass Sie hier sogar firmenspezifische Erläuterungstexte hinzufügen können, um die Auswahl Ihnen da leichter zu machen. Was haben wir denn mal? Nehmen wir mal eine Entdeckungswahrscheinlichkeit von 7 hier an der Stelle und eine Auftretenswahrscheinlichkeit, die ich habe, das ist gar nicht so viel, von 4. Und wenn ich das jetzt hier dokumentiere innerhalb meines Maßnahmenbündels und mal hier unten in mein Fehlernetz hineinwandere, dann sieht man, dass jetzt eine Risikoprioritätszahl von 224 berechnet wurde und eine Action Priority, Aufgabenpriorität von hoch immer noch hinterlegt ist. Was ja schon mal nicht so gut ist, wenn wir uns das hier angucken. Das heißt, der nächste Schritt wäre, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich diese Bewertung von Auftreten und Entdeckung reduzieren. Und dafür brauche ich Maßnahmen, Entdeckungs- oder Vermeidungsmaßnahmen. Und die füge ich auch hier hinzu, mit einem zweiten Maßnahmenbündel. Also, um die Dokumentation auch aufrechtzuerhalten. Natürlich, ja? Korrekt. Okay, von wo komme ich, wo bin ich hingewandert, was die Werte angeht. Genau, um auch eine Entwicklung natürlich zu sehen, wie hat sich meine RPZ und meine AP reduziert. Also, zweites Maßnahmenbündel, schnell entschieden. Das zweite Maßnahmenbündel wird dementsprechend erstmal mit der gleichen Auftretens- und Entdeckungswahrscheinlichkeit vorbelegt wie das erste Maßnahmenbündel. Weil wir gehen erstmal davon aus, schlechter wird es nicht werden an der Stelle, also positiv denken. Jetzt ist das ja schön, dass wir das hier haben. Wie wird denn jetzt dokumentiert, was ich wirklich tun? Also die echte Maßnahme, wie kommt die ins Spiel? Das Maßnahmenbündel ist nur ein Container für natürlich Maßnahmen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich eine dedizierte Maßnahme hier an dieses Bündel anhängen, um die dann auch erstellen zu können, verfolgen zu können, wo ich natürlich auch einen Verantwortlichen dokumentiere und auch sage, was in dieser Maßnahme zu tun ist. Das machen wir jetzt. Also Vermeidungsmaßnahme ist jetzt das Thema, was ich hinzufügen möchte. Und diese Vermeidungsmaßnahme rekrutiert sich dann aus unserem Maßnahmenkatalog. Dieser Maßnahmenkatalog ist ein globaler Katalog, der bei Ihnen firmenspezifisch dementsprechend gepflegt wird. Und ich würde hier jetzt eine Prozessschulung mal an den Start bringen, dass wir den Leuten das nochmal erklären, wie das mit den Arbeitspapieren so funktioniert. Genau. Prozessredesign, wie sich das nennt. Ich beauftrage die Katrin Stratmann. Ja, die einen oder anderen werden das aus Präsentationen schon kennen oder aus dem einen oder anderen Webcast. Das ist die Dame, die bei uns sich hier mal im Demosystem um die Maßnahmen kümmern soll. Die gibt es wirklich. Ja. Und die Katrin hat da Zeit bis Ende des Monats geplant. Du bist großzügig, hat jede Menge Zeit. Ja, doch, heute schon. Jetzt stellt sich die Frage, wie dokumentiert die Katrin jetzt ihre Arbeit? Sie kann, wenn sie BabTech-User ist, eine BabTech-Software-Installation hat, das BabTech benutzen. Ne? Sie öffnet die Maßnahme, die findet sie auch im zentralen Maßnahmenmanagement im BabTech und dokumentiert dann, dass sie den Prozess neu dokumentiert hat, vielleicht eine Schulung irgendwie plant für die Mitarbeiter. Jetzt gibt es einen anderen Weg noch, außer die BabTech-Software zu nehmen? Wenn ich das so sage, wahrscheinlich schon. Mit dem neuen BabTech QGo kann sie browserbasiert auf Aufgaben und Maßnahmen reagieren und die Ergebnisse ihrer Arbeit direkt im Browser dokumentieren. Ich habe das jetzt schon mal getan. Ich habe mal einen Browser genommen, an der Stelle hier Chrome, wobei es vollkommen egal ist. Ja? Ob das jetzt ein Internet Explorer ist, ob das Chrome ist, ob das Netscape ist, das ist browserunabhängig, richtig? Super. Ich melde mich an mit der Kennung von Katrin und durch die Anmeldung von Katrin werde ich jetzt in die Startseite von Katrin innerhalb dieser BabTech QGo-Welt gebracht. Und innerhalb dieser BabTech QGo-Welt gibt es jetzt verschiedene Funktionalitäten, die wir hier browserbasiert zur Verfügung stellen. Wir fokussieren uns heute mal auf das Maßnahmenmanagement. Ja. Katrin sieht nun alle ihre FMEA-Maßnahmen, die für sie geplant sind. Unten ist die Prozessschulung, die wir gerade eben in dem FMEA-Modul geplant haben. Ja. Und per Doppelklick können wir direkt reinspringen. Hier sehen wir die Beschreibung der Maßnahme. Hier könnte Katrin jetzt ihre Arbeit dokumentieren. Das heißt, sie hat vielleicht eine neue Prozessschulung erarbeitet und würde jetzt ein Dokument hochladen, um das Ganze zu dokumentieren. Okay, habe ich hier. Ich habe hier ein Word-Dokument, in dem ich hier diesen Prozessflow hinzufüge. Ja, Word-Dokument angefügt an die Maßnahme. Genau. Sinnvoll wäre vielleicht noch eine Notiz hinzuzufügen. Anbei Lars, das Dokument zur Prozessschulung. Hier die neue Dokumentation
Mit Freitext? Mit Freitext. Mhm. Okay. Nach Speichern der Maßnahme kann die Katrin dann, nachdem sie ihren Job jetzt erledigt hat, die Maßnahme erledigen. Mit einfachem Klick? Mit einfachem Klick. Übernimmt ihre Anmeldung und damit wird diese Maßnahme jetzt direkt in der BabTech-Datenbank als erledigt gespeichert. Und das ist das Wichtige. Selbst wenn Sie jetzt hier browserbasiert arbeiten, steckt natürlich immer noch die datenbankbasierte Lösung dahinter. Alles, was Sie hier tun, beziehungsweise was die Katrin getan hat, wird sofort in die SQL-Datenbank gespeichert und steht damit jedem Benutzer der BabTech-Software zur Verfügung. Das kann man jetzt nochmal kontrollieren im BabTech. Also zur Überprüfung der Maßnahme wechseln wir jetzt wieder zurück ins BabTech-Modul, öffnen die FMEA und suchen die Maßnahme, die wir jetzt gerade geplant haben. Durch die Suchenfunktion finde ich jetzt direkt das richtige Prozesselement hier, meine Maßnahme. Der gelbe Haken sagt mir schon, das Ganze ist erledigt. Das kann ich mir dann auch nochmal im Detail anschauen. Und Detail bedeutet hier, die Aufgabenansicht einzublenden. Und sehe, erledigen ist von der Katrin Grün abgehakt. Was du noch im Detail siehst, ist natürlich ihre Notiz, die sie hinzugefügt hat, als auch das Dokument, was sie per Browser hochgeladen hat, was als Grundlage ihrer Dokumentation der Maßnahme dient. Das ist FMEA schon eine coole Geschichte. Wenn ich mir das jetzt so anschaue mit dieser Prozesssicht, die wir hier haben, dann erinnert mich das aber auch schon so in Richtung Kontrollplan. Ja, weil wir haben ja die wichtigsten Elemente, sind ja jetzt schon in der Struktur abgebildet. Wir müssten jetzt eigentlich nur noch die Funktionen rausnehmen und die Merkmale reinnehmen. Okay, das tue ich jetzt. Das ist eine Filterfunktion bei uns, dass ich hier oben sage, Funktionen bitte ausblenden. Damit wird der Baum abgespeckt auf die reinen Prozesselemente, die ich hier habe. Und durch einen weiteren Klick Merkmale einblenden, sehe ich jetzt hier die Merkmale, die den Prozessschritten schon zugewiesen sind. Und Merkmale ist Kontrollplan, klassischer Kontrollplan jetzt. An dem Prozess hängen auch die entsprechenden Merkmale, Prozess- oder Systemmerkmale. Die Länge beispielsweise beinhaltet Informationen wie Zeichnungsmaß, Nennmaß, Toleranzgrenzen. Hier kann ich auch entscheiden, wie soll dieses Merkmal im Kontrollplan dargestellt werden oder sogar später, wie soll das im Prüfplan dargestellt werden. Das ist jetzt die dialogbasierte Ansicht mit Feldeingabe, so wie man das Ganze pflegen würde. Diese dialogbasierte Ansicht, die wir hier haben, wird allerdings noch ergänzt um eine Formulardarstellung. Ich blende hier mal ein. Das geht ganz einfach per rechte Maustaste auf diesen Prozessschritt, Kontrollplan anwählen und dann wird hier eine tabellarische Ansicht der Merkmale dargestellt, die an diesem Kontrollplanschritt zugeordnet sind. Das ist jetzt so die Bildschirmansicht, die wir hier haben. Genau. Das kann ich aber auch irgendwie in eine Datei gießen, oder? Ja, es gibt ja so den klassischen Kontrollplanausdruck, den jeder im Automotive-Bereich sicherlich kennt. Und das ist jetzt Thema für unseren Berichtsdesigner hier. Da liefern wir Ihnen verschiedenste Formulare mit, unter anderem auch diese Kontrollplanansicht hier. Und das ist sicherlich Ihnen auch schon mal über den Weg gelaufen, denn so sehen Kontrollpläne im Automotive-Bereich aus. Und das ist jetzt auch nichts, was wir wieder erfunden haben, sondern Standardberichte, die wir eben mitliefern. Und jeder Bericht, der im BabTech erzeugt werden kann, lässt sich per E-Mail verschicken, kann gespeichert werden als Datei. Ob das jetzt ein PDF ist, ob das ein Excel ist, was Sie hier rausholen wollen aus der BabTech-Software, das sind Standard-Exportformate, die innerhalb der BabTech-Software unterstützt werden. Jetzt habe ich Prüfplanung gerade gehört an der Stelle. Wie ist denn der Sprung zur Prüfplanung jetzt organisiert? Wir müssen ja jetzt vorher noch einen Schritt tun, damit wir jetzt das Ganze bis zum Kontrollplan abgeschlossen haben. Und zwar müssen wir jetzt die Arbeitsmappe, in der sich das Ganze organisiert, freigeben. Das kannst du jetzt tun als Administrator direkt, kannst alle Warnungen ignorieren, Kommentare hinzufügen. Und damit ist die Arbeitsmappe versioniert. Wir haben jetzt eine neue Version erstellt, eine freigebende Version, die gesperrt ist und nicht bearbeitet werden kann. Ich kann natürlich hier auch noch auf historische Versionen zurückgreifen und mir die Veränderungen und den derzeitigen Arbeitsstand anschauen. Okay. Jetzt wirklich den Absprung in den Prüfplan. Und dieser Absprung in den Prüfplan beginnt damit, dass ich hier mir ohne weiteres eine Liste der Prüfpläne anzeigen lassen kann, die jetzt schon gerade verbunden sind mit dem Kontrollplan. Und diese Liste der verbundenen Prüfpläne, denn das ist ja die reale Welt, ja, dass Sie einen Kontrollplan haben und an diesem Kontrollplan mehrere Prüfpläne dranhängen können für jedes Systemelement. Oder auch Wareneingangsprüfpläne wie auch fertigungsbegleitende Prüfpläne. Und da werden wir jetzt einen ergänzen. Ich klicke also hier auf Neu, bin damit in meiner Eingabemaske innerhalb der Prüfplanung.
gebe hier meine eindeutige Nummer ein, QF001, lege fest, dass es ein Fertigungsprüfplan werden soll. Oh, die Nummer gibt es schon, sehe ich gerade. Dann nehmen wir die 002. Klicke hier auf Weiter und das System gibt mir eine Übersicht der Systemelemente, die hinterlegt sind. Und aus der Liste der Systemelemente wähle ich jetzt die Eisenkugel aus, für die ich einen Prüfplan erstellen möchte. Durch Klick auf Weiter bekomme ich eine Übersicht der Prozessschritte, die diesem Systemelement zugeordnet sind, entscheide mich hier für meine Mauskugel herstellen. Als Prozessschritt weise noch einen Prüfplatz zu, hier meine 05. Klick auf Weiter, gibt mir eine Liste der Merkmale. Jetzt sieht man hier die drei Merkmale. Wie sieht es da mit Prozessmerkmalen aus? Würden die hier auch dargestellt? Die würden genauso dargestellt werden. Die unterscheiden sich in ihrer Darstellung selber. Das heißt, die Prozessmerkmale, die sind schwarz und weiß und die Produktmerkmale, die sind orange und weiß dargestellt, sodass ich das direkt sehen kann, wo der Unterschied zwischen Prozess und Produktmerkmal ist. Okay, ich nehme jetzt alle Merkmale an der Stelle. Alles, was da ist, aus meinem Kontrollplan, bekomme eine kleine Übersicht und mit Klick auf Fertigstellen wird nun der Prüfplan erzeugt. Also das ist jetzt Modulwechsel, was wir hier gerade haben. Das ist die Folie nochmal. Wir sind gerade von Kontrollplan hier unten in den operativen Bereich der Prüfplanung gesprungen. Ohne dass der Anwender das sieht, gibt es einen Modulwechsel. Aber ganz wichtig natürlich, die Informationen, die wir im Kontrollplan vorbereitet haben, wie hier die Merkmalsinformationen, sind vorhanden. Und nicht nur die Informationen sind vorhanden, auch die Verbindung zwischen den Modulen ist vorhanden. Das heißt, das Merkmal weiß, wo es herkommt, an welchem Kontrollplan es hängt. Und das hat zur Folge, dass wenn sich Änderungen im Kontrollplan ergeben, dass der Prüfplaner automatisch einen Hinweis bekommt, hey, der Prüfplan hat sich verändert, bitte aktualisiere oder überprüfe den Prüfplan. Andersrum funktioniert das natürlich genauso. Wenn der Prüfplaner seinen Prüfplan verändert, erhält auch der Kontrollplaner eine Information, dass die Daten nicht mehr synchron sind zwischen den beiden Elementen. Die Prüfplanung werden wir jetzt nicht weiter betrachten. Dafür gibt es andere Webcasts. Schauen Sie mal auf der Babtec-Website, da gibt es eine nette Übersicht und da gibt es auch einen Webcast, der sich speziell mit der Prüfplanung beschäftigt. Da können Sie nochmal nachschauen, wie es jetzt hier genauer weitergehen würde. Damit haben wir den Loop jetzt rund gemacht, alle Module, die wir hier vorgestellt haben am Anfang. Wir haben eine FMEA geplant, wir haben die FMEA-Struktur verwendet, um einen Kontrollplan darin zu erstellen und wir haben auf Basis des Kontrollplans einen Prüfplan erstellt und damit den kleinen Quality Loop geschlossen. Diese Information hast du gerade erwähnt, ja? Die gibt es denn auch zwischen den beiden Modulen? Wie hängen FMEA-Kontrollplan? Wenn ich eine Änderung am Kontrollplan mache, wie bekommt die FMEA das mit an der Stelle? Die FMEA und der Kontrollplan sind ja so eng miteinander vernetzt, dass sie die gleiche Struktur benutzen. Das heißt, dass zwangsweise eine Änderung in dem Kontrollplan direkt eine Änderung in der FMEA zur Folge hat. Ach, die können gar nicht auseinanderlaufen? Die können gar nicht auseinanderlaufen. Es ist die gleiche Baumstruktur und die gleichen Elemente hängen innerhalb der gleichen Baumstruktur direkt zusammen. Okay, dann habe ich mitgenommen, korrigiere mich, dass wenn Kontrollplan oder Prüfplan sich ändern, Nachrichten verschickt werden. Es wird informiert, hast du gesagt. Ah, korrekt. Funktioniert das? Es wird sogar eine Aufgabe erzeugt an den jeweiligen Verantwortlichen, dass er bitte seinen Kontrollplan in dem Fall, falls sich der Prüfplan ändert, überprüfen soll. Und das funktioniert in beide Richtungen, weil die Merkmale miteinander verknüpft sind. Das heißt, eigentlich hätte ich hier unten das Aufgabenmanagement auch noch orange machen können, ja? Eigentlich schon, weil das auch ein Teil davon ist. Das heißt, die Aufgaben bei der Synchronisierung zwischen Elementen als auch die Maßnahmen, die wir auch benutzt haben, die sind ja auch Teil des ganzen Modells. Das stimmt. Vielleicht haben Sie es ja bemerkt. Wir haben das Maßnahmenmanagement so mitbenutzt innerhalb des Moduls FMEA, sodass also die beiden Module Aufgaben und Maßnahmenmanagement theoretisch auch noch hätten orange sein können. Haben wir uns allerdings heute gespart, weil Aufgaben und Maßnahmenmanagement immer im Boot sind. Ja, die sind eigentlich ein essentieller Bestandteil des Babtec-Systems, weil aus nahezu jedem Modul können Aufgaben entspringen, viele Module erstellen Maßnahmen, deshalb gibt es auch ein dediziertes Modul für Maßnahmen und Aufgaben. Okay, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, wir konnten Ihnen so ein bisschen den Einblick geben, wie die Module sprechen, wie die Module sich hier an der Stelle bedienen lassen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund. Wiedersehen.